Willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Heute mal wieder mit dem Team of the Week Investing Video. Wir befinden uns ganz kurz vor dem Food Birthday. Food Birthday wird morgen am Freitag also starten. Da wird es ein Riesen-Event geben. EA wird 10 Jahre bzw. FIFA Ultimate Team wird 10 Jahre alt. Es ist ein Jubiläum. Ich denke, da wird sehr, sehr viel passieren. Das heißt auch, dass die Preise sehr stark sich verändern werden. Entweder werden Karten noch weiter droppen, vielleicht werden Karten wieder hochgehen, weil momentan so ein Verkaufshype bei teuren Karten entsteht, weil viele vielleicht Angst haben vor dem Marktcrash, der letztendlich dann wieder sich in die andere Richtung entwickelt. Es können ganz viele SBCs kommen, die dafür sorgen, dass wieder unsere Rating-Karten steigen. Also es wird auf jeden Fall vieles passieren. In welche Richtung die Karten sich entwickeln, hängt ganz klar einfach nur davon ab, was eben morgen passieren wird. Also wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen müssen. Es wird sehr, sehr spannend, sehr interessant natürlich wieder, aber das ist auf jeden Fall immer das, was diesen Ultimate Team-Modus und für uns Trader auf jeden Fall ja, das Spiel so interessant machen. Ich bin sehr gespannt. Wir können aber auf jeden Fall ins Team of the Week investieren und das könnten wir theoretisch noch vor dem Food Birthday machen, aber dann nur bei Karten, wo ihr euch sicher seid, dass der Preis sehr, sehr gut ist. Dafür schaut ihr wieder auf Footbin, vergleicht die Preise ihres Ratings, also Team of the Week Karten in ihrem Rating vergleichen, ob die Karte zu den günstigsten Karten gehört und dann auch speziell auf die Positionen gucken. Wir gehen mal als allererstes hier auf eine bestimmte Karte dafür und das auch wahrscheinlich wieder die interessanteste Karte des Team of the Week, und zwar Außenverteidiger. Ihr wisst, wie das abläuft. Die Außenverteidiger sind einfach die interessantesten Investitionen und da haben wir einen Virinha. Ich glaube, der ist bei 26.000 Coins. Wir gucken gleich mal. Auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Er hat auch noch dazu extrem gute Stats, was man sagen muss. Und was dazu kommt, Food Birthday wird wahrscheinlich wieder Karten rausbringen, die vielleicht in unbekannteren oder kleineren Ligen spielen, wo man vielleicht auf einmal so ein Verinia mit so einer Karte sehr, sehr gut linken kann. Bestes Beispiel war damals ein Dumbia, der den Perfect Link zu Serie D hatte. Und Serie D hatte eine Informkarte, die war auf dem absoluten Abschlusspreis. Und durch diese Food Birthday Karte ist er dann extinct geworden, war auf 50.000 Coins und hat somit seine Coins verfünffacht mit dieser Karte. Und sowas könnte natürlich mit großen Ausführungszeichen dahinter, könnte theoretisch bei so einem Verinia passieren, könnte theoretisch bei so einem Hamdallah passieren. Wenn da auf einmal eine Karte kommt, die zu ihm einen Strong Link gibt, dann wird diese Karte ja auch steigen, weil er einfach von jetzt auf gleich auf einmal interessant wird zum Spielen. Vorher ist diese Karte halt nur als SBC-Karte interessant. Behaltet solche Karten im Auge. Sowas kann jetzt sehr, sehr interessant werden. Solche Karten können extrem jetzt steigen in nächster Zeit. Ihr könnt natürlich mal schauen, was in den letzten Team of the Weeks für Karten sind, die vielleicht solche Strong Links ergeben könnten. Ihr könntet euch zum Beispiel Predictions anschauen, das ist auch eine sehr gute Idee. Predictions euch anschauen, was so ja, manche YouTuber oder Twitter-Accounts denken, was für Karten zum Food Birthday kommen würden, und dann sucht ihr euch da die Karten raus, die eine sehr starke spielbare Karte haben und zu dieser Karte einen Strong Link oder einen Perfect Link geben. Und dann soll es auf jeden Fall jemand sein, wo ihr nicht viele Alternativen habt. Und das könnte dann eine sehr, sehr gute Investition für das Food Birthday werden. Dazu hätten wir ein extra Video machen können. Hab aber, ja, also Food Birthday kam sehr plötzlich jetzt. Ich hätte vorher auf jeden Fall schon ein Video zu machen kam, aber habe jetzt erst eigentlich auch dran gedacht. Deswegen haben wir da jetzt kein Video zu gemacht. Wir kommen jetzt auf dieses Team of the Week. Und zwar gibt es wieder interessante Karten. Denkt dran, eben morgen Food Birthday. Da kann der Preis, oder wird auch sehr wahrscheinlich die Preise hier nochmal extrem sinken. Es sei denn, EA haut morgen ordentlich was an SBCs raus. Dann werden die natürlich steigen. Aber hier ein Verinia kann extrem interessant werden. Ihr wisst es mit dem Linksverteidiger, 84er Rating, unfassbar gut, ist wahrscheinlich die beste Investition. Dann habt ihr hier einen 84er Luis Alberto, er Spanier aus der Serie A. Das ist immer sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Kombination. Wir haben einen rechten Mittelfeldspieler Porto mit einem 85er Rating, der sehr gut ist als Investition. Und wir haben auf der Bank eben diesen Hamdallah. Das sind für mich so die besten Investitionen in dem Team of the Week. Man kann sich natürlich, ach hier, den habe ich noch vergessen, den Rechtsverteidiger, 81er Rating, Franzose aus der Ligue A, auch für Strong Links, Perfect Links immer extrem gut geeignet. Also man kann natürlich auch die ganzen Abschlusskarten wieder mitholen, da macht ihr nie was falsch mit.
Ja, aber die besten Investitionen sind diese genannten Spieler, meiner Meinung nach. Auch hier so ein Kruse kann natürlich interessant werden, aber es gibt mittlerweile viele deutsche 84er Informs. Zum Beispiel hatten wir im letzten Team der Woche einen Terodde, der allerdings aus der zweiten Liga war. Da ist Kruse natürlich ein Stückchen besser, aber es gibt sonst noch einen Julian Brandt, der ein 84er Rating hat als Deutscher. Es gibt auf jeden Fall gute Alternativen. Deswegen würde ich generell bei den 85er Karten vorsichtiger bleiben, denn es gibt einfach viel zu viele 84er Karten mittlerweile auf dem Markt, also 84er Informs. Deswegen sollten wir jetzt gucken, dass wir ab einem 85er Rating anfangen, wirklich zu investieren. Es sei denn, es ist wie bei Vrenja eben eine Außenverteidigerkarte, die immer, immer, immer was ganz Besonderes darstellen. Also Außenverteidigerkarten, müsstet ihr mittlerweile gelernt haben, ist immer was Besonderes. Und das sind schon die Team of the Week Investitionen. Denkt bitte dran, nach Foot Birthday ist vor Team of the Season, ne? Und letztes Jahr ist schon Ende April das Team of the Season gekommen. Das heißt, ihr habt nicht mehr viel Zeit, bis das Team of the Season startet. Und es wird vor dem Team of the Season, also wahrscheinlich so 2 Wochen nach Foot Birthday, vielleicht auch schon eine Woche nach Foot Birthday, wird es vom Preis nochmal extrem nach unten gehen, weil dann die ganzen Panikverkäufe kommen. Wenn ihr noch einen Zeitpunkt findet und wenn das Foot Birthday ist, dass ihr viele Karten vom Verein, also vor allem die teuren Karten, die mit denen ihr auch spielt, wenn es auch nur ein Spieler ist, den ihr auf der Bank habt, der aber 300.000, 400.000 Coins wert ist, ich würde gucken, dass ihr die Karten dann verkauft, wenn ihr jetzt noch einen guten Zeitpunkt findet, die zu verkaufen. Denn zum Team of the Season wird alles extrem stark fallen. Vor allem auch, weil alle aktuell sehr spielbaren Karten keiner mehr spielt. Und das ja, wird die Preise auf jeden Fall ordentlich nach unten droppen. Ich habe von meinen Investitionen, Gott sei Dank, jetzt mittlerweile einiges verkauft. Vieles für einen sehr, sehr guten Preis. Zum Beispiel ist hier ein Linksverteidiger Marçal, auch hier wieder eine 81er Außenverteidigerinvestition. Und wir haben ja jetzt hier einen Franzosen. Das war das ein Linksverteidiger oder ein Rechtsverteidiger? Das gucken wir uns ganz kurz noch an. Ja, das ist der Rechtsverteidiger. Vielleicht ist auch deswegen Marçal gestiegen. Auf jeden Fall haben wir Marçal momentan auf 24.000 Coins. Ich habe ja einige von dieser Karte. Er war schon mal auf 24.000 Coins. Da habe ich ihn nicht verkauft. Jetzt habe ich ein paar auf jeden Fall verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt bald vielleicht sogar richtig viele Coins mit der Karte machen. Dass, wenn jetzt eine passende SBC kommt, die richtig explodieren wird. Aber ich habe hier auf jeden Fall noch genügend Karten. Das sind noch mindestens 20 Karten. Ja, 25 Karten etwa. Ja, 25 Karten, die wir von der Karte noch haben. Ich habe jetzt verkaufe jetzt so viel, dass ich auf jeden Fall noch die ungelisteten Karten in den Verein tun kann. Und dann werde ich bald auch endlich die Karten aus dem Shop benutzen können. Da sind noch 39 Packs drin. Wir werden noch die Top-Partien abschließen. Dann habe ich auf jeden Fall so 45, vielleicht werde ich 50 Packs organisiert bekommen, dass wir 50 Packs in einem Stream zum Foot Birthday öffnen werden. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall vorbeischauen. Ich werde das auf Instagram dann posten, wenn ich es mache. Weiß noch nicht an welchem Tag. Das wird so ein kleines Highlight, denke ich. Und danach fange ich sofort an, die ganzen Packs aufzusparen bis zum Team of the Season. Da werde ich danach keine Packs mehr öffnen, sondern alles aufs Team of the Season aufsparen. Das war es jetzt vom Video. Es war ein bisschen länger, glaube ich. Ja, ich denke, es waren wichtige Informationen dabei. Zum Team of the Season wird es auf jeden Fall bald ein Video geben. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Dann war es das vom Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.